Der Weltfußballer Cristiano Ronaldo könnte bald in Italien spielen. Wie die Marca berichtet, bereitet Juventus Turin ein erstes Paket für CR7 vor. Im Raum stehen ein Vertrag bis 2022 und ein Jahresgehalt von 30 Millionen Euro, 5 mehr als Ronaldo angeblich aktuell bei Real bekommt. Auch die festgelegte Ablösesumme von 1 Milliarde ist offenbar verhandelbar. Das schlechte Verhältnis des Stürmers zu Real Madrids Präsident Florentino Perez soll einen gewaltigen Teil zu seinen Abschiedsgedanken beitragen. Belgiens Nationaltorwart Thibaut Courtois steht noch bis 2019 beim FC Chelsea unter Vertrag, hat sich nun aber über Wechselgerüchte geäußert. Nach der WM werden wir sehen. Eine Rückkehr nach Madrid, meine Kinder sind mir sehr wichtig und sie leben dort, sagte Courtois dem Radiosender Cadena Cope. Kevin Prinz Boateng könnte den Pokalsieger Eintracht Frankfurt nach nur einer Saison schon wieder verlassen. Nach Bildinformationen steht der Mittelfeldspieler vor einem Wechsel zu Sassuolo Calcio in die Serie A. Es ist in der Tat so, dass sich Kevin Prinz mit einem Wechsel beschäftigt. Noch ist es nicht fix, aber man kann davon ausgehen, dass er uns verlässt, sagte Eintracht-Sportdirektor Bruno Hübner. Mit einem Abgang nach Italien würde Boateng wieder näher an seinen Lebensmittelpunkt Mailand heranrücken. Seinem Teamkollegen, dem kroatischen Nationalspieler Ante Rebic, liegen nach Sport1-Informationen mehrere lukrative Angebote von europäischen Clubs vor. Wir wollen ihn halten, aber es gehört eben auch der Spieler dazu. Eine Ausstiegsklausel hat er nicht, sagte Hübner.